Ja, also wieder bei Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir die Kardinalin, die Dame Fortin getroffen, die nicht so ganz gut auf uns zu sprechen war und uns so ein kleines bisschen festhalten, / eurem Willen unterdrücken wollte. Aber wir lassen uns das nicht so ganz gefallen. Wir machen uns auf die Suche nach dem Papst. Der kann uns auch irgendwie noch helfen und wollen aber erstmal noch mit Sergei reden. Do you remember the art I used? When we fought against one another. That is the Lion's Howl, an art passed down through our band of knights. I and my younger brother Boris are the only ones alive who know it. But now I pass it to you as well. Wilt thou accept? Yes. Und wir lernen nun ein neues Art. Und zwar... Pack ich das denn hin? Pack es mal nach links. Löwengeheul. Well, you're a fast learner. I must apologize that this feeble art is all an oaf like me may offer you. Don't say that. It's incredible. Thank you so much, Captain Sergei. You and I stand as equals. You may call me Sergei. Then you may call me Sarai. Sarai, I am loath to believe the Pope just abandoned his post on us. But I also sense that there may be another side to this unfortunate story. I understand. We'll find the Pope and come back with the truth. Godspeed. Hat er gerade Godspeed gesagt? Rose, was it the scattered bones who found the information on the Pope? Maybe. Seeing where the church's money was going gave us a little hint. That's what I thought. You guys sure don't operate in the same way that the knights do. Of course not. An assassin's guild can't function without proper intel. Assassins, right. Here is your pass, Sarai. Thank you. Our travel should be much easier now. I wish it were so, but we've received word that Byrocleff Ridge, which leads to Gadotten, has been blocked by rock slides. We could have been on the ridge right now. If only we'd been a little bolder. Rose! My punchline! What's the plan? You'll have to go through Cambria Caverns, south of the Meadow of Triumph. An underground passage, huh? No problem. Huh, that's your thing, isn't it? You bet it is. Okay. Das heißt, auf zur Wiese des Triumphs. Die dort auch nichts mehr zu sagen hat. Jetzt hier noch was zu sagen. Ja, die Tigel, die Cambria-Höhle. Genau, zur Cambria-Höhle müssen wir sowieso noch hin, weil da ja noch dieser Untergrundsee ist, wo ja anscheinend der Herrscher des Landes von Lestenbell ist. Ja, na dann. Verlassen wir doch mal die Stadt und schauen mal, was wir noch so finden. Erstmal Leute, die noch ein bisschen reden und mich damit ein bisschen beschleunigen. Oh doch, das ist ziemlich praktisch, das Windschreiten. So, und da vorne sehen wir nochmal was. A Hellion! Is it one of the Cardinal's Guards? Ja. Sarai, we have to trick the guard into thinking we're not here somehow. Wie können wir das wohl am ehesten tun? Dumm-di-dumm-di-dumm, ich bin gar nicht da. Dumm-di-dumm-di-dumm, ich gehe einfach weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm, die Tür hat sich von alleine geöffnet, ich habe nichts getan. Ne? We made it. Think we lost the Cardinal with that? I sure hope so.
eat too much today. My stomach's all achy. Oh my. You shouldn't stuff yourself like that, Rose. By the way, I was curious. Can Seraphim get upset stomachs or gain weight? To say it in a fairy tale sort of way, your thoughts become reality. What's that supposed to mean? We won't gain weight from consuming calories, but we will from thinking, I'll gain weight if I eat this much. Whoa! So does that mean you'll be okay as long as you don't think like that? No. Denying the reality of things leads to malevolence. A seraph must not be detached from reality. So at the end of it all, you could say we're the same as humans. This is so confusing! Ist ja unglaublich praktisch, wenn du einfach mal dran denken könntest, wenn ich das jetzt esse, dann werde ich nicht dick. Und dann wirst du auch einfach nicht dick. Da kann man einfach essen, so viel man möchte, einfach solange man nur denkt, nee, das macht mich nicht dick, alles in Ordnung. It's around here, right? The caverns or whatever, I mean. Cambria Caverns. He said they were south of the Meadow of Triumph. So, südlich, da links müssen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, das hat allgemein so ein kleines bisschen schneller gemacht, indem ich mich hier rüber geportet habe. Übrigens, bei der Sache, wo man aus Pendrago rausflüchten soll, bin ich, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, habe ich nicht so ganz auf das Gespräch gewartet. Und bin erstmal zweimal in die Sache reingelaufen und Motto, oh, ach so, ich soll da versteckt raus. Ups. Das habe ich dann nicht so ganz hinbekommen. Das war ein bisschen blöd vielleicht. Aber gut. Gehen wir mal zu den Cambria-Höhlen. Und können die dann gleich auch direkt mal komplett erkunden. Vielleicht finden wir ja den Herrscher des Landes auch irgendwo da drin. So, hier kann ich auch wieder aufteilen. Hier kann man auch so kämpfen. Das Löwengeheul, das müsste eigentlich... Eine Lions Howl. Ich glaube, das ist eigentlich nichts anderes als dieses übliche Beast... Art, was man auch schon aus vielen anderen Tales-Spielen kennt, dass man einfach den Gegner wegschlägt. Und Hetna ist nur Norman überhaupt. Auch gut. So, aber es lernt überall eh das Gleiche. Na denn, Moment. Wobei, ich weiß nicht, was für Schwächen die in der Höhle haben werden. Sehen wir dann gleich. Sag hat mir die Situation geschildert. Der Eingang zu den Cambria-Höhlen liegt geradeaus. Er ist ziemlich klein, aber wenn man erst drin ist, wird die Höhle größer, also nicht verlaufen. Jo, wir passen schon auf. Ja gut, so. Ja, wobei doch, der Eingang ist ziemlich klein, das stimmt. Nicht gerade der größte auf jeden Fall. So, man. Don't worry. You sound pretty confident. Is it just a hunch? No. I can feel the wind. There's nothing in the universe cooler than a secret passageway. Especially one underground. Totally! A maze of twisty little passages with exits galore to who knows where! Like the back of a waterfall, or the bottom of an old abandoned well. Yes! Niclio gets it! Glad someone gets it, because I don't. I don't want to get it. Boys just love things like this. In this case, I don't know about boys so much as... Children, right? So, schauen wir mal. Da sehen wir schon Felszackenjoch, das ist das, wo wir hin müssen. Und hier unten sehen wir ganz viel Erkundung. Dementsprechend... Ja, wenn wir da lang gehen... Gut, da zeigt uns sogar den Weg. Gehen wir zuerst jetzt hier lang. Und wenn ich mich nicht irre, gab es hier drin sehr eklige Gegner. Die Gespenster da, ne? Ich glaube, die waren sehr auf seraphische Art. Ja, die machen seraphische Art. Das heißt, hier gegen die Gespenster nicht amortisieren, beim besten Willen. Weil so kann ich den immer wieder unterbrechen. Wenn sie anfangen zu casten. Die haben eine Feuerschwäche. Habe ich irgendein Feuerart? So ein normales? Da, Schwertleuchten, wenn ich nach rechts drücke.
Bleib mal schön hier. Oh. Eigentlich wollte ich mich eh nur heilen, von daher passt schon. Nope. Hör auf damit. This is over. Ja, ich sollte ein bisschen aufpassen und ich meine SK-Mal so aus dem Fenster schmeißen. So, wo muss ich jetzt lang? Gehen wir zuerst den Weg da. Hier haben wir mittlerweile sogar jetzt auch schon rote Kräuter. Das sind ja die besseren Versionen der grünen Kräuter. Huch. Wo immer du jetzt herkommst. Du hast eine Erdschwäche. So. Moment, das war die falsche Attacke. Ich habe mittlerweile gesehen, wir haben den Kristallturm. Und Kristallturm ist ein unglaublich gutes Art. Was ich glaube, bis zu 3 Gegner treffen kann. Dann kommt so ein riesiger Kristallturm aus dem Boden, haut den Gegner aufs Maul. Ja. Tut ziemlich weh. So, bei dem da wieder aufteilen. Ja, das läuft doch ganz gut jetzt. Solange man weiß, wo man amortisieren soll und wo nicht, ist eigentlich alles gut. Hört aber auch echt viel aus, mein Lieber, ne? So, was haben wir denn in der Richtung? Okay, hier ist nur ein Rückweg. Dann lassen wir den erstmal und laufen auf den anderen Weg zurück. Ich glaube, gegen die Fledermaus haben wir noch nicht gekämpft, aber wir werden eh noch mehr als genug Gegner hier drin kämpfen. Immer diese Geister, die einfach aber direkt vor mir spawnen. Und der Weg, der einfach unter mir kaputt geht. Wir könnten dann nochmal hochklettern, aber damit wir nur zurückkommen. Von daher quetschen wir uns hier mal durch. So, gucke ich mich jetzt erstmal unten um. Huch. Achso, ja. Bisschen nach vorne und hier weiter mit Dazzles Fähigkeit rumporten. Bei rumporten würde ich das nicht nennen, sondern eher so ein kleines bisschen nach vorne springen. Und ein Heilmitteltrank. Zack, hier hin und zack, dahin. So, kann ich da unten hin überhaupt hin? Nee, da weiter unten geht's nicht, glaube ich, weiter. Ich glaube, irgendwo nachher gibt es da noch so eine Stelle, wo man da an solchen Stellen runterfallen kann, wenn man nicht den richtigen Weg nimmt. Da. Da werden wir wahrscheinlich noch ganz oft runterfallen. Weil ich auch den richtigen Weg natürlich nicht auswendig kenne. So, schauen wir mal. Ich werde trotzdem an den Geistern so ein bisschen vorbeilaufen, weil die mir ein bisschen zu nervig sind. Aber ich sollte nicht auch unbedingt an jedem Gegner vorbeilaufen. Ich kämpfe einfach gegen das nächste Ding, was ich sehe. So, irgendwo. Da. In solchen Fällen ist es immer gut, dass man eine Karte hat, auf der man sehen kann, hey, da ist ja noch was. Ich glaube, beim normalen Vorbeirennen, wenn man so hier so stehe, wird man, glaube ich, nicht merken, dass da an der Stelle was ist. Wenn man nicht die Kamera gerade im perfekten Winkel gedreht hat. Na, guck mal. Da haben wir sogar die Fledermäuse jetzt. In einem ganz engen Gang. Ja, könnt ja fast nicht was Schöneres hier haben wollen. Wobei, die Giftig darf man dann aber ziemlich gut hier treffen, oder? Wenn die alle schön hier in so auf einem Haufen sind. So. Okay, hier ist sonst nichts. Dann können wir hier unten lang. Ich habe sicher noch mal ein paar Kräuter für Sorrey, oder? Noch mehr Salbei. Noch mehr Eisenkraut. Noch mehr Rosmarin. Noch mehr Safran. Noch mehr Kamille. Und boah. Ja doch, Sorrey wird langsam immer stärker. Das finde ich ganz gut. Wir spielen sowieso hauptsächlich mit Sorrey in diesem Let's Play, von daher. Ich werde dann wahrscheinlich erst gegen Ende dann, wenn wir dann wirklich mal so ziemlich alle Arts haben, die es gibt für die Charaktere, dann mal die anderen zeigen.
Ich glaube, am besten kann man es sogar zeigen, wenn ich dann einfach die Schmelztiegel mache, weil da muss man ja zwangsweise mit einem der Charaktere kämpfen. Können wir das am besten so machen, wenn ich irgendwann gegen Ende stark genug bin, laufen wir einfach nochmal zurück in die Schmelztiegel. So, wo kann ich da jetzt? Da kann ich mich porten. So, dann schauen wir doch mal. Das führt mich irgendwie wieder zurück. Müssen wir mal schauen. Wo genau führst du mich denn jetzt hin? Ah, zu einer Truhe. Und von da aus kann ich runterspringen. Wurfpumps. Sind leider nicht so gute Waffen. Aber wir haben wieder klebriges Zeug bekommen. Gut gemacht, Migleo. So. Dahin. Ich glaube, das... Kann man das eigentlich sehen, welche kaputt gehen? Ich sehe da jetzt nämlich keinen Unterschied. Ich gehe mal einfach mal über den hier. Oder auch nicht, weil der mich nirgendwo hinbringt. Dann halt nicht. Dann gehe ich halt direkt dahin. Nee, der war eine Falle. Das haben wir nämlich schon gedacht, dass der kaputt geht, weil der so offensichtlich ist. Achso, ich muss einfach nur hochklettern. Ja gut, das war jetzt natürlich auch viel zu offensichtlich, als hier mich hinzuporten. So, kann ich einfach runterspringen? Ja. Können wir uns unten kurz mal umschauen. Denn hier ist auch wieder so ein geheimer Gang. Mit einem Dolch. Boah, ich habe ja letztens erst in Pendrago mich nochmal komplett neu ausgerüstet. Da brauchen wir das erstmal noch nicht. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr das spielt? Rüstet ihr die Sachen direkt neu aus oder wartet ihr auch erstmal, bis man in eine neue Stadt kommt oder bis man so ein paar Sachen angesammelt hat, um dann eventuell noch ein paar so Sachen zu verschmelzen oder irgendwie sonst irgendwie zusammenzupacken? Ich warte dann doch lieber, bis ich wieder beim nächsten Händler bin, dann kann ich vielleicht nochmal irgendwas Neues kaufen und nochmal verschmelzen und hab dann vielleicht am Ende sogar noch bessere Waffen als vorher. Ja, also sowieso der Idealfall, wenn man bessere Waffen bekommt. Gut, jetzt haben wir ein bisschen schwarzes Zeug bekommen. Und das war schon wieder eine Falle. Ah. Ich muss gleich echt mal genauer darauf achten, ob man irgendwie erkennen kann, was eine Falle ist und was nicht. Was mir gerade noch einfällt, was mir vorher in der Cutscene aufgefallen ist. Der trägt das Bodyblaster hier immer noch. So, direkt rüber konnte ich nicht, ne? Nee, dann muss ich darüber. So, jetzt ist die Sache, was davon ist eine Falle und was nicht. Kann ich auch? Nein, da wollte ich nicht hin. Boss Array. Ich wollte zu dem, in dem ich hingeguckt habe und nicht plötzlich nach links. Keine Ahnung, ob man das irgendwie unterscheiden kann. Ich kann es nicht. Jetzt habe ich sowieso schon alles kaputt gemacht. Jetzt sieht man es wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ob man irgendwie am Boden irgendwie sehen kann, dass die kaputt gehen könnten. Weil jetzt wäre es ziemlich blöd, wenn die kaputt gehen, weil das der einzige Weg noch ist. Von daher müssten die ja jetzt richtig sein. Sonst würden wir nicht weit kommen. So, und ich glaube, wir sind schon fast an dem unterirdischen See. Nein, sind wir noch lange nicht. Das dauert doch ein Weilchen, bis wir da hinten ankommen. Na komm, gegen die Schlange, da können wir nochmal kämpfen. Was hast du für eine Schwäche? Wind. Habe ich Wind? Ich glaube, irgendwo habe ich auch Wind in meinen Attacken. Da. Habe ich ihn erwischt? Ja. Okay, irgendwo habe ich auch ein A drin, was anscheinend gegen Geister... Nein, ich bin paralysiert. Das ist nicht schön.
Paralyse ist auch so eine nervige... Huch. Yo. Auch so eine nervige Statusveränderung, wenn man einfach mal sich nicht mehr bewegen kann, richtig. Ja. Darf ich jetzt mal bitte wieder angreifen? Danke. Oh, Level Up. Sehr schön. Und neue Arts. Und neue Sachen. Wie viele Sachen da mal dran stehen, wenn man Level Up hat. So. Dann laufen wir noch den Weg einmal runter. Ist auch wieder so eine geheime Höhle, die man wahrscheinlich nicht sehen kann. Butterplätzchen. Yay. Das klebrige Zeug. Nochmal Eis am Stiel. Dann haben wir nochmal ein bisschen Angriff für einen Kampf. Ich glaube, sonst scheint in diesem Gang auch nichts weiter zu sein. Nein. Dann schauen wir mal, ob ich hier nochmal durchkomme, ohne zu kämpfen. Die Schlange hat sich in eine Fledermaus verwandelt. Alltägliche Sachen in der Welt von Tales of Zestiria. Nee, hier ist sonst nichts. Und die Schlange ist einfach hierhin gekrabbelt. Gekriecht. So. Die hat ja eine schöne Erdschwäche. Da kann ich diesen Crystal Tower. Also mit diesem Crystal Tower ist... Oh na, ich bin schon wieder paralysiert. Mit diesem Crystal Tower ist Erde doch so eins. Das ist mit einer meiner Lieblingsattacken. Darf ich? Bitte mal. Danke. Auch so eine Sache, die mir... Ich weiß nicht, ob es einfach an meinem Controller liegt oder ob das Spiel einfach nicht reagiert. Wenn ich versuche, mein Ziel zu wechseln mit R1, reagiert dann die meistens nicht. Wenn ich auf einen Gegner gehen möchte, der direkt neben mir steht und nicht auf den, der auf der anderen Seite des Schlachtfeldes steht. Huch! Und plötzlich steht da eine Schlange vor mir. So, habe ich hier irgendwie ein cooles Art mittlerweile? Was ist das? Ja. Ah, diese Paralyse. Ich werde einmal angegriffen und bin instant paralysiert. Mir würde interessieren, wie hoch hier die Angriffsrate ist, wenn man paralysiert ist. Dass man angreifen kann oder eben nicht. Das ist schon fast schlimmer als im Pokémon. Oh Gott, da sind ja die Geister auch noch. Moment, das machen wir mal eben anders. Gib mir mal ein Allheilmittel. So, sind wir so ein bisschen geschützt gegen... Oder zumindest bin ich jetzt ein bisschen geschützt gegen Paralyse. So, eben nochmal das, damit wir ein bisschen... Damit ich ein bisschen mehr KP habe. Darf ich? Also ich glaube echt, mein Controller ist mittlerweile echt nicht mehr der beste, weil er meistens auf... Ich bin fast tot, merke ich gerade. Warum das? Ich bin tot. Ach ja, es war ja ein gefährliches... So. Meine Güte, ne? Dieses Kampffeld. So, einfach hier mit Feuer um mich schmeißen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Kampfhintergründe hier nicht so super finde, weil ich einfach mal nichts sehe. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo meine Gegner überhaupt sind. Kann ich die nochmal besiegen? Die halten aber echt teilweise ewig aus, gefühlt, wenn ich da so die Leiste ansehe. So. Oh. Ist auch kaputt schon. Ist ja noch einer? Meine Güte, wie viel sind denn da von diesen Gegnern? Und dann halten die auch noch so ewig viel aus.
Das muss noch warten, bis... muss noch warten, bis Edna wieder am Leben ist. Und dann können wir den Kampf auch beenden, endlich. Meine Güte, ne? Nicht nur, dass der plötzlich aus dem Nichts kam, dieser Kampf, dann haut er auch noch so übelst rein. Und dann habe ich auch noch so einen dicken Stein im Weg, was ich nicht sehen kann, wo ich hier angreife. So, manchmal bringt mich das Spiel echt zum Ragen. Weil es vom Kampfhintergrund einfach nur scheiße ist. So, gib mir mal ein bisschen KP hier. So, alle wieder voll. Kann ich mich kurz hinstellen? Keine Gegner? Gut, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.